Obwohl der FC Gleisdorf nur einen kurzen Auftritt im Unica ÖFB Cup hatte, haben wir es uns nicht nehmen lassen, in dem steirischen Örtchen unseren nächsten Local Hero zu suchen. Mario Pollhammer konnte sich mit seinen steirischen Teamkollegen in der ersten Runde souverän gegen den FC Ferlach durchsetzen, musste sich aber in einer Gegenschlacht gegen den Bundesligisten WRC nur knapp geschlagen geben. Warum der gebürtige Steirer eine lebensweisende Entscheidung treffen musste und wie es für ihn im Fußball weitergeht, erfahrt ihr jetzt. Hallo Mario, erzähle uns, wie du den Unica ÖFB Cup erlebt hast. Ja, also gegen Ferlach war es eigentlich schwierig für uns, weil wir doch der Favorit waren. Aber wir haben das dann relativ souverän gemeistert mit einem 3:1-Sieg auswärts. Und ja, dann haben wir den WRC zugelassen bekommen und das war halt unser großes Spiel. Aber in der Vorbereitung, man hat schon gemerkt, dass die Anspannung ein bisschen mehr da ist, dass man doch ja motiviert ist, dass man den Bundesligisten auch sagen will, dass auch die unteren Vereine Fußball spielen können. Wir haben eigentlich alles gegeben. Wir haben ein bisschen Pech gehabt mit dem Wetter. Also ich glaube, das war für beide schwierig. Ich glaube, dass uns das trotzdem nicht so entgegengekommen ist, das Regenwetter, weil wir doch auch eine spielerische Mannschaft und ich glaube, wenn es nicht so viel geregnet hätte und normale Platzverhältnisse wären, hätten wir vielleicht sogar die Verlängerung schaffen können oder vielleicht sogar mehr. Nach einigen Jahren als Profispieler entschied sich Mario, in sein Heimatbundesland zurückzukehren und ein Studium an der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule zu beginnen. Mit seiner Ausbildung möchte der 30-Jährige eines Tages als Volksschullehrer unterrichten. Beziehung, Studium und Sport. Da bleibt nicht viel Freizeit. Ja, also es ist schwierig, aber es lässt sich machen. Also wenn es wirklich einmal sein sollte, dass ich nicht zum Training gehen kann oder so, dann versteht das der Verein natürlich auch. Und dadurch habe ich ein bisschen mehr Freiräume als bei einem Profiklub zum Beispiel, dass man das wirklich beruflich macht. Und da macht man es nebenbei und konzentriert sich halt auf die Ausbildung. Wir stehen gemeinsam auf, meine Frau und ich. Wir frühstücken gemeinsam, dann fahren wir eben an die Uni. Dort gibt es Vorlesungen, Seminare. Und es ist ziemlich unterschiedlich und wenn ich heimkomme, dann habe ich noch meinen Hund zu Hause, mit dem muss ich mich auch bewegen ein bisschen, also spazieren gehen und der braucht auch ein bisschen Pflege. Und ja, dann geht's ab zum Training am Abend. Obwohl Mario in seiner sportlichen Karriere einige Stationen durchlaufen hat, fühlt er sich beim FC Gleisdorf nun richtig wohl und will auch im nächsten Jahr wieder mit seiner Truppe im Unica ÖFB Cup vertreten sein. Ja, das Besondere ist einfach das Familiäre, das ist für mich sowieso das Wichtigste eigentlich, dass die Mannschaft zusammenhält und das war eigentlich bei all meinen Stationen so, dass es sehr familiär war und mit dem FC Gleisdorf ist es nächstes Jahr sicher das Ziel, sich für den Unica ÖFB Cup zu qualifizieren und da sind wir auch gut unterwegs und ich bin mir sicher, dass wir da nächstes Jahr wieder eine sehr gute Rolle spielen werden.